Ja, mein Name ist Khadija Haruna. Ich bin in Frankfurt geboren, aufgewachsen, habe hier studiert, arbeite hauptsächlich beim Hessischen Rundfunk, bin also nicht nur Autorin, sondern auch Radiofrau und habe früher für Tageszeitungen und Co. geschrieben und mache das heute auch noch ab und an. Ja, das ist meine Selbstdefinition. Hat sicherlich einen langen Weg genommen und der hat viel mit der schwarzen Bewegung in Deutschland zu tun, die mich auf jeden Fall geprägt hat. Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, die mich geprägt hat als tatsächlich eine Organisation, die seit über 30 Jahren politische Arbeit macht. Ich war mal bei Schwarz-Deutsch, weil mir es sehr wichtig war, einen Punkt zu setzen in diesem Land. Da war ich Anfang 20, zu sagen, ich habe als schwarzer Mensch in Deutschland einen Anspruch, deutsch zu sein. Das ist heute nicht mehr so. Ich würde sagen, heute bin ich grenzenlos. Das zum Thema Grenzen. Mir sind Grenzen egal. Ich brauche auch dieses nationale Gefüge nicht. Ich habe aber ein Zuhause. Das Zuhause verorte ich an diesem Ort, an dem ich hier lebe und wo ich mitgestalten will und auch widerständig bin. Schwarz bin ich, ja. Wenn man mich politisch fassen will, ein schwarzer Mensch, Frau, Mutter, Khadija. Also diese Geschichte nach, ich sag mal, Herkunft und Wurzelsuche, wo gehöre ich hin, was ist mein Ort, mein Zuhause, das ist ja eine sehr individuelle Geschichte. Und ich glaube, was viele in dieser sogenannten zweiten Generation oder die sozusagen sozialisiert wurden, nicht im Herkunftsland ihrer Eltern oder eines Elternteils oder nur in dem einen Land des einen Elternteils, die werden diese Wege unterschiedlich bestreiten. Vielleicht machen manche Menschen Reisen und verbinden Linien und andere werden eine Verbindung gar nicht herstellen, weil sie sich mit dem Zuhause, in dem sie geboren sind, mehr identifizieren. Das sind wirklich so biografische Unterschiede und Menschen versuchen, die zu fassen. Ein Begriff wie Afropolitan ist der Versuch, beispielsweise Menschen in der afrikanischen Diaspora zu beschreiben, die erfolgreiche Wege, Metropolitans geworden sind und es bricht, Taye Selassie hat diesen Begriff geprägt und sie bricht eigentlich etwas auf, was in vielen Köpfen eigentlich gar nicht existiert, nämlich schwarze Menschen vom Kontinent, die erfolgreiche Metropole, urbane, hippe, akademisch gebildete Personen sind, die auch zum Teil eben zurückkehren, um zu schaffen. Gut, es gibt ja den Begriff afrikanische Diaspora, schwarze Diaspora. Afrikanische Diaspora bedeutet jetzt wirklich sehr kurz zusammengefasst sozusagen Menschen afrikanischer Herkunft, die also vom Kontinent kommen, aber nicht dort leben, in Europa leben, in Deutschland leben. Schwarze Diaspora oder schwarze Community bezieht sich nicht hauptsächlich auf die Hautfarbe, sondern eher auf ein politisches Verständnis seiner eigenen Biografie, seiner Erfahrung draußen in der Gesellschaft, nämlich nicht weiß zu sein. Deswegen hat Schwarzsein auch keine Hautkonnotation. Schwarzsein ist eine Lebenserfahrung, die man macht. Ich verstehe mich ja als Autorin, vorhin hatten wir über Brückenbau gesprochen. Brückenbau bedeutet ja auch, denen eine Stimme zu geben, die sonst nicht gehört werden. Also das, und ich finde, empfinde mich als Teil einer Blase, die sehr privilegiert ist. Und das heißt, wenn wir über Publikum sprechen, das homogen ist, wenn ich bei einer elitären Veranstaltung bin, dann verändere ich da vielleicht etwas oder da wird dann etwas aufgerüttelt. Aber um die Menschen, die Masse an Menschen, die da draußen, die, über die wirklich verhandelt wird, die erreicht man so eigentlich nicht. Ich würde sagen, es kommt drauf an, ob wir Grenzen benennen sollten. Grenzen, wir sind unterschiedlich. Und wenn wir davon ausgehen, es Unterschiede ohne Wertung zu sehen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich meine, wenn wir sagen, wir wollen heterogene Gesellschaft sein, dann haben wir Unterschiede. Und dann sind da auch unter Umständen persönliche Grenzen, wie ich und du die Welt sehen und wie wir miteinander darüber sprechen und wie wir vielleicht auch bezeichnet werden wollen. Das sind ja Aushandlungsprozesse. Also an den Stellen auch zu sagen, zwischen dir und mir ist da eine Grenze und die klar und deutlich zu machen, ja. Dann gibt es wieder welche, wo ich fordere, sie verwischen, nicht thematisieren. Gerade wenn es um ja tatsächlich auch Landesgrenzen vielleicht geht, also Migration oder Herkunft, Nationales. Das wird ja in Räumen und damit in abgegrenzten Räumen gedacht. Und da ist die Frage, ist es wichtig, diese Sachen zu benennen? Ist es wichtig, einen Migrationshintergrund zu benennen? Was sagt der mir? Welche Grenze mache ich da? Also welche Blockade mache ich da auf? Welches Bild schaffe ich da? Oder ist es einfach nicht relevant, das auszusprechen und zu sagen, es ist Mensch? Ich meine, es kommt ja immer auf dein Ziel an. Mir geht es um Verantwortungsbewusstsein. Am Ende gucke ich auf Sprache, ich forme damit etwas und ich kreiere damit etwas. Grenzen im Kopf mache ich genauso auf, wie ich sie auch zumachen kann. Ja.
Ja, also man kann tatsächlich sagen, Muttersprache ist Deutsch und die deutsche Sprache ist sehr vielfältig. Ich glaube, ich bin auch Autorin, Journalistin geworden, weil ich mich mit Sprache unheimlich gerne beschäftige. Es gibt Wörter, manche Menschen würden denken, Wörter sind so unwichtig, sagt man so daher. Aber wenn man sich wirklich Gedanken macht über Wörter, über ihre Gewichtung, sie können Gefühle auslösen in alle Richtungen. Ich habe kein Lieblingswort, aber ich spiele gerne mit Worten. Ja, es ist manchmal anstrengend, sich hinzusetzen und zu überlegen, wenn ich diesen Satz formuliere, was löst der im Leser aus? Ist das eine Provokation? Habe ich die gewollt? Okay. Oder habe ich das einfach nur hingeschrieben, um mal schnell einen Menschen zu beschreiben? Also eine Grenze zu setzen damit zu jemand anderem. Und das passiert einfach sehr häufig in diesem Duktus über sogenannte Migranten, Migrationshintergrund. Man kann sich ja überlegen, was bedeutet der Migrationshintergrund? Du bist ein Deutscher mit Migrationshintergrund. Du bist also ein Deutscher, aber eigentlich bist du kein Deutscher, du hast nur einen deutschen Pass bekommen. Also es sind so, das sind diese Bilder. Also muss ich das wirklich benennen? Muss ich aber an einer anderen Stelle vielleicht benennen, was diese biografische Person bedeutet, weil sie für etwas steht und jemand anders sie instrumentalisiert, dann vielleicht schon. Es geht mir, ich wiederhole es nochmal, um Verantwortungsbewusstsein und das fehlt mir an vielen Stellen.